So, ich mache mal noch schnell ein kleines Video. Ich habe euch ja versprochen, wenn die Halterung fertig ist, die Zino-Halterung für das Tablet, dann mache ich mal schnell noch eins. Ist nicht ein langes Video, ein relativ kurzes, aber ich will es mal zeigen. Jetzt ist er ja komplett fertig. Ich muss wieder an die Kamera halten. Seht ihr ja. So, machen wir mal auf. Ich habe jetzt hier oben, was ich euch gesagt habe, hier oben den einen Gummi habe ich rausgemacht. Ich mache mal das Tablet jetzt rein. Das kann man jetzt schön hier reinschieben, relativ leicht. Drückt es da mal kurz einmal fest. So, dann das hier auf. So, hier rein die ganze Sache. So, einmal, zweimal. So, fertig. Ich habe jetzt bloß kein längeres Kabel, um euch das mal direkt zu zeigen. Aber so ungefähr sieht es jetzt aus. So, schön reinmachen. Wenn es mal halten soll. So, jetzt ist es drin. So, ich mache mal an. Vielleicht kann es sein, vielleicht geht's. Upsanzino. So. Und da kann man ja. So. Ich habe es mit dem Tablet noch nicht probiert. Mal sehen. So. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ich habe als GBS jetzt aus. Jetzt muss ich dann erstmal ohne GBS. Okay. So, es wird zwar jetzt nicht gehen, weil ja das Kabel fehlt. Aber ich werde es mal probieren. Ich halte es mal ein bisschen fest. Vielleicht in meine Finger. Normal sollte es eigentlich angehen. Theoretisch. Mal gucken. WLAN müsste an sein. Wieder nicht verbunden. Abbrechen. Autoritätsproblem. So, mal sehen. Normal sollte es funktionieren, wenn das Kabel dran ist. Ich habe jetzt im Prinzip ohne Kabel. Man kann die Drohne auch mit dem Tablet so steuern, aber manchmal, das ist ein älteres Modell hier vom Tablet, da haut es mit der Funkverbindung manchmal nicht so hin, wie es soll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man Bluetooth nehmen muss oder ob man WLAN nehmen muss. Bin ich noch ein bisschen überfragt. Ja, das sind alles so ein bisschen neuere Sachen. Da muss ich mich erstmal reinfitzen mit dem ganzen Zeug. Aber gucken wir mal. Irgendwie wird das schon gehen. Gespeichert. Entfernen. So, nochmal ran. Es kann auch sein, ich muss die 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Okay. So, ja, ist alles nicht so einfach. Gucken wir mal. Jetzt müsste es aber gehen eigentlich. Ich sage, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ihr seht ja ungefähr, wie das jetzt aussieht. Und da kann man jetzt ohne Probleme im Prinzip. Ach so, ich muss ja die auch noch anmachen. Die Steuerung muss ja auch noch an. So. Und da kann man ja das teilen, theoretisch. Ohne Probleme, wenn das WLAN funktionieren sollte. Aber vielleicht muss ich es wieder ausmachen. Mal sehen. Ja, ich hatte es schon mal zum Laufen bekommen. Aber ich nutze das kaum übers Tablet. Ich mache das dann mehr mit der Steuerung. Da muss ich mir eine Sache im Prinzip so ein langes Kabel hier, das hier noch ein etwas längeres zulegen oder einen Adapter dafür, weil ich könnte ja auch, ich bin ja auch bekloppt. Ich kann das ja auch rumdrehen. Oh, darf ich jetzt bloß keinen erzählen. So, man kann ja das Tablet auch auf die Seite schieben, so rum. So. Ja. So. Und dann könnte man theoretisch, wenn es reinpasst, mal gucken. Ah, passt sogar. So, theoretisch, wenn alles schön
drin ist. Ja, wenn es mal passen soll. So. So. Jetzt sollte es gehen. Jetzt habe ich es drin. Ja, ein bisschen geknickt. Ich mag das nicht so. Aber mal gucken. So. Sino. So. So, ich hoffe bloß, dass ich es. Ah, es passt. Wir sind Flugzeug aktuell mobil mit andere. Okay. Okay. Also sieht es doch schon schöner aus. So. Überspringen. Ja, weiß ich doch. Stornieren. So. Also Bild ist schon mal da. Verbindung steht. Ich mache jetzt bloß mal GPS kurz aus und mal gucken, ob es angeht. So, mal gucken. Ja, Drohne läuft, ihr hört's. Passt. Machen wir wieder aus. So, also es funktioniert. Und so kann man im Prinzip dann mit der Halterung fliegen. Ja, sieht relativ gut aus. Das Einzige, was eben ist, das Kabel muss vielleicht noch so ein Stückchen länger sein. Ja, so ungefähr. Muss ich mal sehen, was ich bekomme. Gibt es ja einiges im Internet. Und dann denke ich mal, funktioniert das alles. So, das war es erstmal wieder für heute. So als kurzes Infovideo, dass die Tablet-Halterung auch funktioniert, soweit wie es geht und dass man die nutzen könnte. Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. Wenn man mal wieder ein bisschen raus kann, muss ich mal sehen. Ansonsten sage ich mal wieder bis zum nächsten Video.